Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims hier. Es ist die vierte Folge. So, ich hoffe, es ist nicht wieder abgeschnitten wie in der letzten Folge. Ich hoffe, dass mein Mikrofon auch nicht mehr spinnt. Hab ich Spielton? Ich habe Spielton, okay. Ich hoffe, dass mein Ton nicht sehr spinnt. Ich glaube, der spinnt nicht. Da bin ich sehr froh drüber. Ich werde mir auch nächsten Monat wahrscheinlich ein neues Mikrofon zulegen. Hallo. Nicht abspacken hier, bitte. So, ein neues Mikrofon. Okay. Oh, sie hat 0. Achso. Ja gut. Sagen wir heute mal zu. Komm, wir gehen heute lieber zur Arbeit. Wir müssen aufstehen dafür. Bist du denn fit genug? Bedürfnisse? Bedürfnisse sind hier. Nee, doch hier. Hä? Bin ich doof? Sie muss aber eigentlich noch schlafen. Nee. Du gehst jetzt ganz sicherlich nicht tanzen, Madame. Du kannst mal Gracie zum Fressen rufen. Und ich möchte mal dieses. Ach, die Musik. Ich liebe die Musik. Aber die ist ein bisschen laut. Oder ich muss einfach mal mein Headset leiser stellen. Ich bin so paranoid gerade, weil ich weiß, woher das Rauschen manchmal kommt. Es kommt daher, dass ich manchmal an das Kabel komme und dann verknickt sich darin irgendwas und dann rauscht das. Ich hasse es. Wann musst du denn arbeiten, du Funzel? Zweiter. Hä, die kann ausschlafen. Was ist los mit dir? Du kannst ausschlafen. Wir müssen eh nochmal in den Create Sim Modus gehen, weil ich Winter- und Sommer-Outfits erstellen muss und ich das noch nicht gemacht habe. Boah. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Du musst arbeiten. Du musst arbeiten. Viel Glück. Was ist das denn? Sind hier Käfer. Und ich hoffe, man hört das nicht. Hier im Haus wird gebohrt, renoviert. Es nervt mich sehr, aber ich muss aufnehmen. Also ich muss nicht, aber eigentlich schon. Also ich muss schon irgendwie aufnehmen. Und ich habe mir überlegt, ich hatte mir einen Feiertag überlegt. Wie hieß der nochmal? Warte hier. Nee. Ach scheiße. Mir ist wirklich einer eingefallen. Warte, Ernte. Irgend so einen im Herbst. So ein. War das nicht einfach Herbstfest? Ja, ich würde nämlich gern so ein. Immer so am dritten Tag des Monats. Immer so ein. Toll, hier ist Ostern. Dann kommt das halt hier oder so hin. Einen Monatsfeiertag machen, so wo dann auch alle frei haben und schöne Sachen machen können. Ich glaube, das erstellen wir aber jetzt erstmal noch nicht. Oder? Obwohl, doch, können wir eigentlich machen. Welches Bild nehmen wir denn für das Herbst? Ich würde nicht schon wieder gern das hier nehmen, weil das ist schon einmal im Herbst. Aber es gibt halt einfach nicht mehr, was mir jetzt so spontan einfallen würde. Dann nehmen wir das doch, ne? So, Name. Beim Namen würde ich einfach Herbstfest. Herbstfest ist doch gut, ne? Thema ist. Nee, nicht Erntefest. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da machen wir nichts da. Auf jeden Fall einfach so ein paar Aktionen, die man im Herbst machen könnte. Was könnte man denn im Herbst machen? Im Herbst könnten wir alle zusammen vielleicht. Also. Ja, gute Frage, ne? Wir könnten. Nee, das ist. Nee, nicht Urlaub nehmen oder reisen. Ich weiß nicht, das ist. Hier, wir könnten alle zusammen Sportsender gucken. Einfach so ein bisschen so. So ein bisschen Party machen, immer so an einem Fest. Gäste einladen. Geschichten erzählen und so. Was. Und immer ein Feuerwerk würde ich schön finden an so einem Fest, oder? Oder das nur zu Silvester? Wir können nur so ein Feuer machen. Ja, komm, das machen wir fürs Herbstfest. Das finde ich gut. So ein kleines, süßes Herbstfest. Winter. Das ist Winterfest. Ja, kann ich das dann nicht? Nimm das einfach Weihnachten. Und dann mache ich extra Weihnachten. Das Bild passt ja auch, ne? Ja, doch. Weihnachten bleibt Weihnachten. Also, ist jetzt Weihnachten. Und dann mache ich hier nämlich Feiertag hin. Winterfest. Weil ich möchte so
paar Festtage einfach noch in den Kalender rein, weil wir haben ja, ja, hier kann man das dann schon machen, ne? Ja, einfach so ein paar schöne Sachen. Hier könnte man ja beim Winterfest ja auch auf jeden Fall Gäste einladen. Man kann auch wieder Geschichten erzählen. Feuer machen geht schlecht, wenn da überall Schnee liegt. Also könnte man, aber machen wir jetzt mal nicht. Man ist dankbar am Winterfest. Man macht auch vielleicht Kunst und Musik vielleicht. Oder auch kommt Partystimmung, ist immer gut. Und dann vielleicht können wir dann auch noch am Winterfest hier ein bisschen Eisbär schwimmen. Ja, komm, das machen wir mal. Jetzt noch ein passendes Bild. Sie fürs Winterfest, sollen wir lieber das fürs Winterfest nehmen und das dann für Weihnachten? Ist, glaube ich, besser, oder? Ich glaube, das nehme ich dann dafür. Und das verändere ich dann und mache diesen Weihnachtsbaum dahin. Ja, guck mal, schon langsam füllt sich das hier alles. Und hier möchte ich, ja, ich mache den dann hier. Hier kommt dann das Frühlingsfest hin. Frühlingsfest. So, Thema haben wir dann so Frühling. Bild nehmen wir dann Frühlingsfest. Was könnte man fürs Frühlingsfest? Eigentlich auch die Eiersuche machen. Aber warte mal, die haben wir schon. Ich weiß nicht so ganz. Ich würde das einfach nehmen. Das hier. Ja doch, ne? Ein bisschen Frühlingsfest. Was könnten wir denn da machen? Wir könnten Spiele spielen. Partystimmung, Gäste wieder einladen. Wir könnten auch so. Ach doch, Feuer können wir dann auch machen. Und vielleicht noch. Ich weiß nicht. Irgendwie. Backen. Können wir doch einfach mal backen. Frühling. So. Im Sommer mache ich noch nicht, weil ich den heute erstellen würde. Und heute ist ein bisschen doof, weil heute können wir keinen erstellen. Es ist warm. Teilweise bewölkt, aber. Dann lassen wir sie hier erstmal ein bisschen aus. Sie ist ausgeschlafen. Da muss sie erstmal. Stopp. Ich möchte keine Badewanne mehr, weil. Duschen geht viel schneller, Baden ist auch teurer. Lieber eine Dusche. Ich bin gerade. Ich hatte erst so. Ja, Sims jetzt aufnehmen, so. Ich weiß nicht. Oh, die Dusche ist voll schön. Sims aufnehmen, ich weiß nicht. Ja, kann man machen. Aber jetzt gerade habe ich richtig Lust darauf. Oh, ich habe die neue Dusche. Oh, gib mir die neue Dusche. Aber bitte in schön. Also irgendwie in weiß dann einfach. Sollen wir die so? Oder sieht das scheiße aus? Oder lieber ein Schwarz kommt, nehmen wir Schwarz. Ist das schwarz? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wieder zurück ins Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgedreht bin. Was ist sie? Da ist sie kokett? Nee, verspielt. Ah. Und. Okay. Jetzt kommt. Ich bin gerade dabei, Karrieren für Sims 4 zu erstellen. Das ist mit so einem Programm im Internet. Und da muss man noch irgendwie zwei extra Programme runterladen, um Package-Dateien zu erstellen da. Und diese TS4-Skript-Datei oder irgendwie, wie das auch immer heißt. Auf jeden Fall, ich habe schon so grundlegend die Jurismus-Karriere. So anwaltmäßig so habe ich angefangen zu erstellen. Und ich habe fertig erstellt schon die Altenpflege. Also im Seniorenheim arbeiten halt. Aber ich muss dazu noch Bilder einfügen, damit es auch schön komplett ist. Wisch mal bitte auf. Ja, die Altenpflegekarriere bin ich gerade noch da am erstellen. Und die kann ich dann auch ins Spiel einfügen. Und vielleicht, falls irgendwie der Nachwuchs oder irgendwie die Lebenspartner von unseren Sims nicht genau die Hauptberufe hier vom Spiel so mögen, könnte man sich ja überlegen, ob man einen eigenen Beruf, der da zu denen passt, erstellt. Sie verhungert ja bald. Nur in 18 Stunden. So schlimm ist es schon. Und wie geht's dir, Gracie? Geht's dir gut? Ja, oder?
Wir genießen heute den freien Tag ein bisschen, ne? Hier mal so, einfach so ein Bild mal. Muss nämlich immer Screenshots machen, damit ich schöne Thumbnails machen kann. Und das hier ist immer noch. Aber die Jenny, die ist ja heute arbeiten. Die ist schon wieder zu Hause? Ach, wir haben schon 11. Sie ist ja um 6 Uhr arbeiten gegangen. Und befördert zur Storyforscherin. Jenny wurde befördert und ist jetzt Storyforscherin. Sie verdient jetzt 8 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 29 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten: 241 Simoleons. Ihre nächste Schicht beginnt am Montag um Mittwoch. Am Mittwoch um 10 Uhr. Krass, wir haben Dienstag. Und du bist ja. Du bist so müde. Oh, ganz schlimm. Aber weißt du, dann wird sie jetzt. Oh nein. Oh. Also du gehst jetzt schlafen, isst danach ein gehst auf Toilette. Was ist heute los? Mann. Schnelle Mahlzeit, ein Joghurt und danach gehst du den Tag über schlafen, Madame. Dann werde ich mich heute hier mit der Hanna beschäftigen, wenn du das willst. Och, Hanna, warum isst du denn sowas Ekliges? Und du bist noch nicht satt, du musst noch was essen. Schnelle Mahlzeit, du isst jetzt bitte einmal Erbsen. Los, isst Erbsen, Mädchen. Los, hallo. Wir müssen auch noch Essen zubereiten können, ne? So sind wir nicht. Aber dann können wir heute den Tag noch nutzen. Ich hab den eigentlich kürzer, also dass die Zeit nicht so schnell vergeht. Ist der Mod denn noch an? Ja, der ist an. Also man kann da bei diesem MC Command Center einstellen, ob der Tag langsam oder schneller vergeht, weil ich habe das langsam eingestellt, weil ich finde, dass der so vom Hauptspiel so viel zu schnell vergeht. Also man ist irgendwie 5 Minuten am Tag gefühlt und dann ist der direkt vorbei. Können wir den putzen? Nicht. So, du gehst schlafen, finde ich gut. Finde ich gut. Du isst jetzt bitte schnell da deine Erbsen und dann brauchst du Spaß. Oh nein, wer ruft dich denn an? Ach so, wir sind in einer Gruppe. Nö. Sorry, aber ich bin müde. Dann gehst du bitte einmal noch schnell auf die Toilette. Und dann gehen wir mal raus. Wir haben schon 14. Ich hätte über eine Stunde jetzt nur diese paar Erbsen da gegessen. Wir haben jetzt gleich 15 Uhr. Hallo? Also, mir vergeht die Zeit hier viel zu. Wieso mich verarschen? Du sollst schlafen gehen. Also echt. Mann, 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 du bist ja eine Trottel. So. Du gehst auf Toilette und. Ja, endlich geht sie aufs Klo. Wir haben nämlich jetzt 15 Uhr. Auch Gracie hat geschissen. Mann. Gracie. Soll ich einfach kacken? Mach doch in die Toilette. Kann man das doch nicht trainieren? Ist ja schön. Hier müssen wir auch bald dem Vermieter mal Bescheid geben. Was hast du da? Warum pingelst du mit angezogener Hose? Du sollst nicht am Handy. Das ist so typisch, ne? Und ihr ist unwohl. Aber komm, wir machen jetzt mal einen Ausflug mit ihr. Und zwar machen wir einen Ausflug. Warum lädt so lange? So. Was? Leichte Panikzustände? Fragezeichen. Ah, okay. So, ich möchte nämlich mit der lieben Hanna heute einfach mal. Nee, nicht in die coole Karaoke-Bar gehen. Ist das die coole oder ist das die coole? Also, ich wollte in eine Karaoke-Bar gehen. Ich gehe einfach mal in die. Ach, mal, wir kennen da noch ein paar Leute. Hier, den Bruno, Victor, Jenny. Raj, Geta, Arun. Guck mal, den mag keiner und die mag auch keinen. Lea Wind. Können wir nächstes Mal den Bruno mitnehmen. Der Bruno sieht aus wie so ein Detektiv. Oh, da hätte ich auch noch Lust, so eine Detektivkarriere zu erstellen. Das wäre bestimmt. Also, halt so private Ermittler, ne? Dass man nicht so bei der Polizei so Ermittler ist, sondern so einfach privat. Und dann so seine eigene Rose bauen kann. Das habe ich mir nämlich bei der Anwaltskarriere auch so vorgestellt,
dass man irgendwann so Berufszweig eigenständiger Anwalt und dann so sein Zuhause so ein bisschen umbaut und einen extra Raum so als Kanzleiraum, sowas. Ach, so Hullo ist ja lange, hätten wir mal den Bruno mitgenommen. Wer ist denn das hier? Fabian Braut. Lustig vorstellen. Lern mal ein paar Leute kennen. In der Kar Happy Hour! Oh, betrink dich. Wer ist das denn hier? Das ist der Advik Chandran. Sehr interessante Sims-Bild. Das ist der Johnny Schwarz. Die Leute schon so oft gesehen in diesem Spiel, aber ich vergesse den Namen immer. Immer wieder. Achso, jetzt quatscht du mit. Waffetub Fibose. So, komm, mach mal ein bisschen Spaß hier. Hier, warte, über Probleme und Beschweren. Ist doch nichts mit Spaß. Avanza! Nipwim Rimple! Was legst du dich mit allen an, Mädchen? Brauchen irgendwo Spaß. Nein. Sing mal bitte. Nein, verscheuch sie! Komm, geh hier hin. Das macht bestimmt Spaß zuzusehen. Nein, hier, zusehen. Schnell! Beeil dich, kann man davon sterben. Wird verzweifelte Sehnsucht nach Spaß in. Oh oh. Sterben wir jetzt? Aha. Ich will nicht sterben. Bitte stirb nur. Oh, oh. Warum ist sie denn jetzt wütend? Ratten? Saffle Pleva. Aber du sollst bitte schlafen gehen. Jetzt kannst du selber singen gehen. Geh singen, solo. Pop. Fun Tonight. Was sind denn hier für Leute? Was ist der? Ist der Daichi Suzuki. Wer ist das? Interessant aus. Naja. Kann ich auch. Kann die Maus immer weggehen, damit die Maus eigentlich schon da ist? Steht sie mir hier vor der Fresse? Was ist hier denn? Aber sonst ist noch alles okay. Krass. Wie schön. Oh nein, du bist krank. Hier, da war ein Geschäftsmann, oder nicht? Nee, da ist ein Geschäftsmann. Hätte sie sich angeln können, weißt du, hätte sie ganz viel Kohle haben können. Wer war das hier? Suzuki. Nee, Daichi. Daichi Suzuki! Ach nee, zu ihr können wir gar nicht. Hat das kein... Doch. Und jetzt sing bitte noch was, das andere. Simpop CP. Oh oh, irgendwas lädt bei mir los. Vielleicht stürzt alles ab. Hier, kannst du denn nicht Freunde holen oder so? Oh ja, guck mal, hier eure Geld. Was willst du denn jetzt, du Funks? Nee, keine Freunde, Daumen runter. Singfähigkeit Level 2. Boah, vielleicht wird sie auch so als Hobby so ein Sänger. Sehr toll, sehr toll, wirklich. Was geht denn jetzt ab? Karaoke-Wettbewerb. Ja! Wähle dazu. Ja, okay, okay. So, stopp. Wir werden sowas von gewinnen. Ich singe. Heißer als. Nee, geschüttelt, nicht gerührt, singe ich jetzt. Oh, geil, geil, geil. Zabalo. Nonsit Anchi. Renzenzo. Ich find's geil. Also sie kann zwar nicht so gut singen, aber guck mal, wie das alle zuhören. Das ist ein Pranger Schaumann. Das ist ja nichts Falsches. Ich krieg noch einen auf den Deckel, ey. Das ist dieser Travis.
Oh, guck mal, es fühlt sich finde ich schön. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, dass ich das Sänger. Vielleicht will sie ja doch keine Mixe. Das Gesangstalent. Obwohl doch, es gibt eine Gesangstalent-Karriere. Die, Musikerkarriere gibt es. Also Traumkarrieren wären jetzt schön. Also die von... Oh, 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 ich hoffe, wir gewinnen. Ich hoffe, gewinnen werden. Ja, ich werde jetzt noch hier bis zum Ende aufnehmen, ne? Bis wir das Ergebnis bekommen. Aber in der Zeit kannst du dir ja mal ein paar Freunde hier freundlich vorstellen. Ne, nicht mit dem Typen. Mit dem hast du dich doch vorhin angelegt, oder nicht? Ne, ne, dann kannst du vergessen. Wer ist er? Oh, Mima Dona Veppi? Pomeray Quatsch. So, what a beaming. Nach dem Tag. Benieb Nitwa. Es geht da ab. Direkt hier. Ja, Liz. Aber hier sind. Freska! Okay, ich hoffe, wir gewinnen. Auf Wiedersehen. Geh einfach, merke ich mir, Vinny. Alter, was geht hier denn ab? Wer ist er? Ist das nicht der Serapier? Vladislaus Straut. Warum steht da? Warum ist er ein Vampir? Also der Vampir, der Vampir. Oh, oh, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Geil. Die Ergebnisse sind da und Hannah Bach hat den Wettbewerb mit beeindruckend. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Okay, so. Ich werde mich jetzt für diese Folge hier verabschieden. Ich bin richtig froh, dass wir gewonnen haben, obwohl wir nicht singen können. Aber es ist egal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.